Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Lieber Herr Dr. Wieskickel, lieber Simon, letzte Woche, da haben wir hier noch Abschied nehmen müssen von Sebastian Ludwigsen Lohse. Aber schon heute, da können wir uns wieder freuen. Heute ist der feierliche Tag deiner Amtseinführung und unsere Kirchengemeinde heißt dich herzlich willkommen. Am Montag, vor ein paar Tagen, hast du deinen Dienst angetreten und einige Menschen sind dir schon begegnet. Aber heute ist es soweit, du wirst eingeführt. Deshalb sind ganz viele Menschen da. Verwandte, Freundinnen und Freunde, Menschen, die dir auf dem bisherigen Weg im Pfarrberuf nahe waren, neue Kolleginnen und Kollegen im Langwasserverbund, Menschen in der Kirchengemeinde, Glaubensgeschwister in der Ökumene, Vertreter unserer Stadt, von Vereinen, von Institutionen, unsere Dekanin Christine Schürmann und noch die eine oder der andere, die vielleicht hier nicht erwähnt sind. Wir alle sind da und vertrauen darauf, dass Gott mitten unter uns ist. Wir bitten seinen Segen für dich und deinen Dienst. Noch ein Hinweis, der Gemeindegesang ist ja leiderhin weiterhin untersagt. Deshalb danken wir Pfarrer Gunzenheimer und Beatrix Springer sowie der PG Brass unter Leitung von Bernd Gittel für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Hören wir nun, Jesu Christ, dich zu uns wendet. Thank you.
Zur Eingangsbesinnung finden Sie ein Blatt und bei den kursiv abgedruckten Teilen für die Gemeinde bitte ich euch mit einzustimmen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wir stehen vor dir, Gott, und wir sind voller Erwartung. Freude und Spannung mischen sich in diesem Festtag in unserem Inneren. Mit Dank heißen wir einen neuen Pfarrer in unserer Gemeinde willkommen. Wir wissen uns begleitet und umgeben von seiner Zuneigung und Freundlichkeit. In jedem Augenblick sind wir mit dir verbunden, wenn wir uns an dich wenden. Wir danken dir und rufen: Lob sei Gott, der mein Gebet nicht verhört, noch seine Güte von mir wendet. Zu unserem Leben gehört beides: sich freuen und klagen, danken und seufzen. Auch an diesem Tag. Wir denken an die Freude bei Begegnungen mit lieben Menschen und leiden an vielfältigen Einschränkungen dieser Tage. Voller Dank blicken wir auf das, was uns gelungen ist, und seufzen, wenn wir uns unserer Versäumnisse bewusst werden. War unser Verhalten eines Christen würdig und war es in der Nachfolge Jesu konsequent? Gott, lass uns nicht allein mit unseren Fragen und Sorgen. Sei uns nahe, wenn wir nicht weiter wissen. Wir danken dir und rufen: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Heute danken wir für das, was du unserer Gemeinde durch die Jahre ihres Bestehens hindurch geschenkt hast. Für alles, was wachsen durfte und alle Frucht, die unser Bemühen getragen hat. Wir legen alles, was uns belastet, was unser Leben mühsam macht oder uns manchen Tag verzweifeln lässt, in deine Hand. Wir hoffen auf genug innere Kraft und gute Ideen, dass unser Zusammenleben wieder ermutigende Perspektiven gewinnt. Webe deinen Geist hinein in die Zukunft, die vor uns liegt. Wir danken dir und rufen: Lob sei Gott, der mein Gebet nicht verhört, noch seine Güte von mir wendet. Du wirst uns durch diesen Tag begleiten, Gott. Dich loben wir für deine Gnade und Barmherzigkeit, die uns jeden Tag umfängt. Amen. Lasst uns beten. Gott voller Güte und Erbarmen, du hast Christus, deinen Sohn, gesandt, um uns mit dir zu versöhnen. Auf seine Stimme lass uns hören und mit unserem Tun seine rettende Gegenwart bezeugen. Deiner Barmherzigkeit sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen.
Die heutige Lesung steht bei Jesaja im 65. Kapitel. Der Herr rief: Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich. Mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Schön, dass ich innerhalb von einer Woche schon wieder hier sein darf. Deswegen von Herzen
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Denn, liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst soll Dr. Simon Wieskickel zu eurem Pfarrer eingeführt werden. Und wir tun dies, indem wir Gottes Wort hören und vor allem für ihn beten. Wir sind, wenn wir im Dienst einer Gemeinde stehen, auf die Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen. Und deswegen lassen wir uns nun einstimmen in das Gebet um den Heiligen Geist und hören den Bittruf: Komm, Heiliger Geist. Ich bitte Sie aufzustehen. Und Sie dürfen schon ein bisschen einen kleinen Schritt weiter vor. Genau, super. Lieber Bruder Simon Wieskickel, bist du bereit, den Dienst eines Pfarrers in der Gemeinde Passion in Langwasser zu übernehmen? Mit dem Kirchenvorstand und allen, die in der Gemeinde Dienst tun, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei der Ordination versprochen hast, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Kirche, so bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich euch, liebe Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, liebe Mitarbeitende und die versammelte Gemeinde. Seid ihr bereit, Simon Wieskickel als euren Pfarrer anzunehmen? Wollt ihr ihn in seinem Dienst unterstützen und ermutigen? Und versprecht ihr, mit ihm zusammen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Lieber Bruder, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung, führen wir dich ein in das Amt eines Pfarrers in dieser Gemeinde. Du bist an sie und sie ist an dich gewiesen. Diene ihr in der Furcht Gottes mit Liebe und Treue. Und wir wollen dafür beten. Dein Gott, dein Wort Gott ist lebendig und kräftig. Es verändert und reinigt, ermutigt und vergewissert. Wir bitten dich um deinen Geist,
dass Simon Wieskickel dein Wort freimütig und treu verkündet. Erhalte ihm die Freude am Dienst. Bewahre vor Überforderung. Schenke Zeiten der Erholung. Gib Schwung und Tatkraft, Ruhe und Beharrlichkeit. Mache ihn zu einem Werkzeug deiner Liebe, dass dein Name verherrlicht werde und deine Gemeinde im Glaube wachse. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und wir wollen dich nun segnen. Und dazu haben auch Assistierende ein Segenswort dabei, dass diese nun sprechen können, der Reihe nach. Und ich beschließe dann. Simon, du bist der Gegenstand seiner Liebe, seiner Aufsicht, seiner Pflege. An dich denkt er. Hier geht er nach, Tag und Nacht. Begeistert freut Gott sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Passt euch nicht den Maßstäben in dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu kostet. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach liefert. Ich will dem Herrn danken von ganzem Herzen. Ich will alle seine Wunder erzählen. So komme der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes über dich. Bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit. Und wir erinnern uns daran, dass Christus gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Amen. Liebe Gemeinde, lasst euch den Dienst eures Pfarrers gefallen. Steht ihm bei und betet für ihn. Und prüft seine Worte ruhig an der Heiligen Schrift. Bedenkt dabei aber immer, dass wir alle durch unsere Taufe dazu berufen sind, das Evangelium vor der Welt zu bezeugen. Und dazu schenke Gott uns seinen Geist. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst uns unserer Freude und der Bestätigung der Einführung Ausdruck verleihen, indem wir kräftig unsere Hände bewegen. Herzlich willkommen. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Wunderbar. Der erste Blick von hier oben, von hier vorne, in all die Gesichter zu schauen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Liebe Gemeinde, wissen Sie noch, was Sie vor genau einem Jahr getan haben? Nicht so viele. Ich weiß es noch. Ich habe laufen gelernt. Nach einer Operation am Rücken im Februar letzten Jahres musste ich mühsam wieder das Laufen lernen, erste Schritte machen. Mein Rückenmark war abgeklemmt und erst langsam haben sich die Nerven wieder zurückgebildet. Langsam wurden die Verbindungen wieder hergestellt, von hier oben im Kopf runter in die Füße, in die Beine. Am Anfang, da musste mir noch jemand aus dem Krankenhausbett helfen. Hat mich an den Rollator gestellt und ich habe mühsam meine ersten Schritte ums Bett rum gemacht, mit viel Hilfe. Später ging ich dann schon den Krankenhausflur entlang und ich war ganz stolz darüber und musste mich am Ende des Flurs hinsetzen, erstmal Pause machen, ausruhen. Ein paar Tage später dann habe ich mit meinem Physiotherapeuten geübt und dann regelmäßig immer weiter, am Handlauf, mit der rechten Hand, dann mit der linken Hand, rückwärts. Und es war unglaublich, ein Gefühl voller Dankbarkeit und Freude, wieder die ersten freien Schritte machen zu können und wieder den Füßen zu vertrauen, zu merken, ja, es ist noch da, es funktioniert noch. Und ab dann habe ich trainiert wie ein Verrückter. Ich saß auf der Parkbank und habe meine Übungen gemacht. Mit den Füßen immer hoch, runter und so weiter. Dann als nächstes hatte ich noch Walkingstöcke und bin mit denen rumgelaufen. Und habe geübt und habe eine Kniebeuge nach der anderen gemacht. Und ich weiß nicht, jetzt wo ich hier hochgelaufen bin, ob Sie dann aufgefallen ist, der es nicht wusste. Wahrscheinlich. Wenn ich so zurückdenke und überlege, was ich im letzten Jahr gelernt habe, dann ist es dies, die Kraft der kleinen Schritte. Am Anfang habe ich immer wieder gehadert, weil ich nicht mehr joggen kann. Und ich war ziemlich gut beim Joggen. Können Sie mir glauben, ich war schnell. Es haben mich wenige überholt. Und ich lag also in meinem Krankenhausbett und habe rausgeschaut und habe all die Joggerinnen und Jogger gesehen. Und es war ja die Zeit des ersten Lockdowns, als selbst Leute, die sonst nie was mit Laufen zu tun hatten, dann vielleicht angefangen haben mit Joggen. Können Sie sich also denken, wie das war, da im Krankenhausbett rauszuschauen. Ich war so neidisch auf die, die laufen können. Und dennoch habe ich weiter meine Runden gemacht. Dass die Hüfte noch etwas stabiler ist, dass das alles wieder funktioniert. Hab an Treppenstufen trainiert, hoch, runter und dann eben meine Übung gemacht. Das hat mir geholfen, das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, aber mich im Hier und Jetzt immer auf die nächsten kleinen Schritte zu konzentrieren. Doch, so könnte man fragen, wo führen all die kleinen Schritte uns hin? Wo ist unser Ziel? Wo ist die Perspektive gerade, die mehr bereithält als Arbeiten und Funktionieren? Wo ist Gott, der verspricht, uns zu begleiten? Sehnen wir uns nicht so sehr nach dem offenen Herzen, nach Berührung und Nähe, danach, dass die Krisen endlich
endlich vorbei sind. Das, liebe Gemeinde, sind die Gedanken so vieler Menschen in Israel, 500 Jahre vor Jesu Geburt. Und wie immer schreiben sie an ihrer Schriftrolle weiter. Der Jesaja-Rolle. Schritt für Schritt wächst dieses lange Streitgespräch der Israeliten darüber, was denn eigentlich das gute Leben für alle sein könnte. Dort wird erinnert an die Füße der Freudenboten auf den Hügeln und gleichzeitig erzählt von Jesaja, der auf nackten Füßen durch Jerusalem geschlichen, wohl eher getappt, gesprungen ist und alle angeschrien hat, dass sie jetzt verdammt nochmal alles anders machen müssen. Das Buch hält die Erinnerung wach an die zarten, verliebten ersten Schritte Gottes. Es erzählt von den größten Katastrophen wie Krieg, Zerstörung und schließlich dem Gang ins Exil. Es gibt Auskunft von der Hoffnung auf eine Zeit, wo der Lamm friedlich seine Hufe neben die Ranke des Löwen setzt. Und es weckt unsere Sehnsucht danach, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu durchschreiten. In diese Fußstapfen steigt schließlich auch Jesus Christus. Vor allem aber erzählt das Buch Jesaja immer wieder von den Erlebnissen und Erfahrungen der Menschen damals mit ihrem Gott. Gott spricht: Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich: Hier bin ich. Hier bin ich. Gott überrascht. Er ist anders, als wir uns das vorstellen können. Wir können planen und vorbereiten, Strategien entwerfen, aber wir schaffen es nicht, Gott zu kennen und seine nächsten Schritte vorherzusehen. Wo wir Grenzen errichten und auf unsere schönen Ordnungen schauen, da beginnt Gott zu tanzen. Bei denen, die vielleicht noch gar nicht von ihm wissen. Liebe Gemeinde, das kann auch verunsichern. Das will ich nicht bestreiten. Doch heute spreche ich von dem Versprechen, das darin steckt. Gott lockt mich. Komm ins offene, Freund. Probiere Neues aus. Wage ungewohnte Schritte und vertraue darauf, dass ich dich begleiten werde. Und dass ich, Gott, dort schon bin, wo du mich nicht erwartet hast. Hier in der Passionskirche befinden wir uns auch in einem Umbruch, mit einem neuen Team, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen, die gemeinsam ausgetretene Pfade verlassen wollen und neue Schritte ins Offene wagen. Und mit einem Kirchenvorstand voller Ideen, Energie und vielen Partnerinnen und Partnern nebenan, rundherum in Lammwasser der Stadtgesellschaft. Der Vergleich mit dem Laufenlernen passt, denke ich. Die ersten Schritte ins Offene sind ungewohnt, vielleicht auch wackelig. Aber es ist alles noch da. So wie beim Körper, wie beim Laufen lernen, die Nerven, die von hier oben nach unten funken müssen, bilden sich langsam. Aber es ist alles da.
Es hat ja auch schon sehr gut geklappt. Es ist abgespeichert im Gedächtnis der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wie oft haben die Menschen, die auf Gott vertrauen, wieder neu laufen gelernt? Hat er ihre Schritte im Verborgenen gelenkt, geführt, geleitet? Die 50 Jahre, wie die Passionskirche existiert, sind voll von Hinfallen, wieder aufstehen, neue Schritte wagen. Lassen wir uns gemeinsam voller Vertrauen ins Offene gehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Sinnen und Herzen in Jesus Christus. Amen. Wir beten miteinander und füreinander und ich bitte Sie einzustimmen mit dem Ruf, Herr, erbarme dich. Hörender Gott, sei du uns nah in unseren Sehnsüchten, unserem Dank und unseren Gedanken an andere. Wir bitten dich, Herr. Gott des Himmels und der Erde, du begegnest uns dort, wo wir dich nicht suchen. Du sprichst Sprachen, die wir nicht verstehen wollen. Du bist gerade dort, wo wir dich nicht mehr vermuten. Wir bitten dich für alle, die an deinem Reich bauen, dass sie stets offen sind, dass sie Freunde und Freundinnen finden. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, unser Bruder und Heiland, in deiner Gegenwart geschehen Zeichen und Wunder. Du heilst, was zerbrochen ist. Du gibst Kraft,
mit Krankheiten zu leben. Wir bitten dich um Trost für alle Kranken, Hoffnung auf den Wegen der Gesundung, Mitgefühl in Schmerz und Leid. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Lebensspendende Geistkraft, du lässt uns immer wieder neu anfangen. Du richtest die auf, die am Verzweifeln sind, und du wirbelst neue Gedanken auf. Wir bitten um Vertrauen und Zuversicht für Ängstliche. Schenke du neue Wege für Festgefahrene. Ja, sei du die Überraschung für die, die schon alles wissen. Wir bitten dich. Ja. Vater, Sohn und Heiliger Geist, in der Stille bringen wir vor dich, was uns heute ganz besonders bewegt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen. Bevor wir bei Orgelmusik ausziehen, gibt es noch ein paar Grußworte. Ich muss mal kurz nachlesen, wer alles kommt. Und bitte auch die Reihenfolge beachten. Mit dem ehemaligen Mentor, Pater Bernd Reuter, wollen wir beginnen. Frau Borkowski, ich komme dann zu Ihnen mit dem Mikrofon. Sie kommen nach vorne, gut. Der Dr. Carsten Jung für die katholische Kirchengemeinde. Pfarrer Johannes Hesselbart aus Fischbach für das Pfarrkapitel, Dr. Friede Bucker für den Langwasserausschuss und zum Schluss Corinne Herwig für den Kirchenvorstand. Ich wollte jetzt eigentlich gern noch an die Frau Wiesgegel einen Blumenstrauß geben, aber das muss man, glaube ich, später machen. Dann würde ich mal sagen, starten wir mit dem ersten Grußwort und ich gehe nach dem. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Mein Name ist Bernd Reuter, ich bin Pfarrer an der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche und hatte die Freude, der Mentor, also sozusagen der Auszubildende von Simon Wiesgegel zu sein. Lieber Simon, es ist 1,5 Jahre her, ich habe wirklich nachgeschaut im Terminkalender, dass wir dich verabschiedet haben in Lichtenhof. Es ist so wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit, dass es mir ganz, ganz kurz vorkommt. Und jetzt sind wir noch knapp einen Monat sozusagen auch
Kollegen im Dekanat Nürnberg hätte ich auch nie gedacht. Von Lichtenhof über Hongkong nach Langwasser, wie die Wege so manchmal führen. Die Schlange im Wolfspelz. Das Wichtige, was trägt im Leben, sind ja die Lieben. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Menschen in der Familie, die Liebe zu Menschen, die mich in meinem Leben begleiten, die Liebe zur Musik, die du auch sehr intensiv hast, und die Liebe zur Literatur. Gute Bücher sind was ganz, ganz Wichtiges, finde ich. Ich weiß, findest du auch. Die Schlange im Wolfspelz. Das ist ein ganz wunderbares Buch. Sozusagen vom Bruder vom Sams geschrieben, vom Herrn Michael Mahr, dem Sohn vom Herrn Paul Mahr. Er ist Literaturwissenschaftler und hat auf ganz, ganz vielen hundert Seiten eine der wunderbarsten Liebeserklärungen zur Literatur geschrieben, die ich kenne. Ich habe es mit großem Genuss gelesen. Es kommen auch zwei Quiz drin vor. Man kann dann schauen, wie fit du bist. Ich hatte das, aber es sagt dir nicht meine Ergebnisse, wir können sie dann austauschen miteinander. Ich wünsche dir, dass du deine Lieben weiter kultivieren kannst in deinem Leben. Ich freue mich total, jetzt hier zu stehen und dich so zu sehen, wie ich dich sehe. Und freue mich, dass wir auch in den letzten Monaten auch viel gemeinsame Wege gegangen sind. Wir sind total viel spazieren gegangen. So viel sind wir nie spazieren gegangen früher durch Corona und haben viel miteinander gesprochen. Ich wünsche dir eine gute und gesegnete Zeit hier. Genieße dein Leben, die Liebe zu deiner Familie, genieße die Menschen hier und die Liebe, die sie dir entgegenbringen, und hab vor allem neben guter Musik auch immer ein gutes Buch zur Hand. Das wünsche ich dir vom Herzen, lieber Simon. Auch im Namen der anderen Kirchenvorstände, die aus Lichtenhof hier sind, dir Gottes reichen Segen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und die Vesperkirchentasche kriegst du auch mit dazu. Sehr geehrte Pfarrerinnen und Pfarrer, liebe Langwassergemeinde, so ein schöner Gottesdienst. Als ich rein bin und da vorne meinen Platz fand, habe ich mir irgendwie gedacht, die Katze im Sack, mal schauen, was auf uns zurollt. Ja, jetzt geht es mir ein Stück besser. Ich darf Sie begrüßen im Auftrag des Bürgervereins Langwasser. Der Bürgerverein Langwasser ist mit Langwasser gewachsen. Wir sind auch einen Weg gegangen. Der Anfang der Geschichte, Hitler, dann das große Chaos, dann der Aufbau, dann die lieben Nürnberger Mitbürger. Ach, du wohnst im Glaswerken, Glasscheibenviertel. Es waren fremde Leute, Fremdes. Leute aus Russland, viele Leute aus Russland, dann die Asylanten. Und trotzdem sind wir ein schönes, gutes Miteinander. Und dazu will der Bürgerverein seinen Beitrag leisten mit verschiedenen Veranstaltungen. Der Bürgerverein will sich auch engagieren, wenn es nötig ist, gegen den rechten Sumpf. Der Bürgerverein hält Kontakt zu der Stadt Nürnberg in Sachen alles voller Lastauto am Wochenende. Ja, Verkehr, das Übliche. Wohnungen nicht vermieten für Messegäste, sondern für Leute, die hier Wohnungen suchen. All diese sind Probleme vom Bürgerverein. Es gibt aber auch schöne Sachen. Wir sind bei der Kirchweih beteiligt. Der Weihnachtsmarkt, so die Pandemie es zulässt, werden Sie mit uns feiern können, Herr Pfarrer. Und was ganz wichtig auch von Langwasser ist, ist unser Langwasserkurier. Der ist unabhängig von Corona. Den wird es jetzt dann im März wieder geben mit allen wichtigen Mitteilungen. Aber noch was muss ich sagen. Lassen Sie uns ein bisschen die ausgetretenen Wege. Wir brauchen auch mal Platz für mehrere zum Laufen, für Leute, die das kennen. Und dann finden wir gemeinsam Abbieger zu neuen Wegen, denke ich. Und das wünsche ich mir so sehr. Und ich bin ganz sicher, Gott wird Ihren Weg segnen.
und ich wünsche mir, dass Sie und Ihre Familie hier in Langwasser Wurzeln schlagen. Danke. Ich überreiche noch kurz das Geschenk vom Bürgerverein, das ist die Geschichte Langwasser. Herzlich willkommen auch vom katholischen Pfarrverband, von allen, die dazugehören, insbesondere natürlich auch vom Team, von den Hauptamtlichen. Wir selbst haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen, aber Sie haben schon Frau Eisenberger kennengelernt, die Gemeindereferentin aus dem Guten Hirten. Und wir haben einen Pfarrverband, das kann man, glaube ich, so sagen, in ganz Langwasser eine gute Ökumene, aber auch besonders hier zwischen der Passionskirche und dem Guten Hirten, der ja vielleicht 3 Minuten Fußweg nur entfernt ist. Atemberaubend schnell ist diese Stelle wieder besetzt worden. Letzte Woche verabschiedet, diese Woche begrüßt, das hat man selten. Bei uns gar nicht, aber ich glaube auch bei Ihnen nicht so ganz häufig. Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit in Langwasser mit der evangelischen Seite. Sie selbst sind schon weit herumgekommen, habe ich gelesen. Ich vermute, Sie haben viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, viele Ansätze kennengelernt und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung für unser Zusammenarbeiten hier. Daher bin ich zuversichtlich, dass es gut weitergeht für die Passionsgemeinde, für die Ökumene und auch für den guten Hirten bei uns. Mitgebracht habe ich Ihnen etwas aus dem guten Hirten, ich packe es jetzt nicht aus, eine Kerze vom guten Hirten und eine Flasche vom Messwein, falls es mal nicht so gut läuft. Lieber Simon, im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Prodekanats möchte ich dich hier in unserem Kreis begrüßen. Dir soll es in unserer Gemeinschaft gut gehen. Du sollst erleben, dass wir füreinander da sind, nicht nur, wenn wir eine Vertretung brauchen. Pfarrerinnen und Pfarrer sind oft Einzelgänger, ich weiß nicht, warum das so ist. Dabei haben wir in den Gemeinden ähnliche Probleme, und die wir lösen müssen, und wir haben gute Ideen, die wir miteinander teilen können. Gut, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, einander zuhören und die Gemeinschaft pflegen. Als Geschenklein und Symbol habe ich dir einen Glasfisch mitgebracht. Er sieht zwar aus wie Plastik, aber er ist wirklich aus Glas. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich solche Dinge bis in die Kirche schaffe, weil die sind nämlich sehr empfindlich. Der Fisch, kein Zufall. Der Fisch ist ein uraltes Zeichen der Christen für ihren Glauben an Jesus Christus. Unsere Aufgabe ist es, im Zeichen des Fisches die gute Nachricht weiterzugeben und weiterzuerzählen. Der Fisch wurde zu diesem Symbol für diese besondere Gemeinschaft, die durch Jesus Christus entstanden ist. In seiner Gemeinde kommen ganz verschiedene Menschen zusammen, die sonst vielleicht nichts miteinander zu tun hätten. Der Fisch ist ein altes Zeichen des Segens, mit dem uns Jesus Christus überschüttet. Uns wird erzählt, dass Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen eine große Menschenmenge satt gemacht hat. Der Fisch, ein Zeichen der Rettung. Wir kennen alle die Geschichte von Jona, der in größter Not durch einen Fisch oder sowas Ähnliches gerettet wurde.
Ein Fisch aus Glas soll dich in dieser Zeit hier in Langwasser begleiten. Den ich für dich gemacht habe, habe ich extra schön hell gemacht, damit er leuchtet in der Sonne. In diesem Fisch ist sehr viel Platz für viele Menschen, deswegen ist er auch so gestaltet. Auch für dich in deiner Gemeinde. Ich wünsche dir und deiner Familie hier einen guten Anfang. Ich verspreche dir, wir nehmen dich auf in unserer Gemeinschaft, wir unterstützen dich und wir sind auch für dich da. Und du kommst ja auch nicht alleine, du bringst deine Frau mit und die ist bloß gerade nicht da. Die kriegt von mir eine Blume. Die hält hoffentlich ein bisschen länger als die Tulpen, die im Moment blühen. Alles Gute und Gottes Segen. Herzlich willkommen bei uns in Langwasser und in der Kooperation der vier evangelischen Gemeinden. Ich denke, Sie sind, wenn ich richtig recherchiert habe, ganz schön rumgekommen. Zwischen Hongkong, Neuendettelsau, aber auch Nürnberg. Millionenstadt auf der einen Seite, ländliche, dörfliche Strukturen vielleicht auf der anderen. Einmal mehr säkular und einmal protestantische Stammlande. In Langwasser finden Sie beides. Das großstädtische Leben mit seiner Vielfalt von Menschen, Kulturen, Angeboten und vielleicht eher die lockere Anbindung an die Kirchen. Aber auch dörfliche Strukturen, also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, mit Gemeinschaft, Zusammenhalt sowie Verbindlichkeiten und mit allem, was dazugehört, zu dörflichen Strukturen. Ich denke, dieses Spannungsfeld hat uns Langwasserianer, aber auch die Kirchengemeinden in Langwasser geprägt. Immer bereit, Neues zu wagen, jedoch auch Gewohntes bewahren zu wollen. Auch füreinander einstehen und gemeinsam handeln, immer ein wenig aufmüpfig und zum Widerspruch bereit, selbstbewusst und überzeugt von dem, was wir tun. Wir freuen uns ganz herzlich auf Sie und Sie hoffentlich auch auf uns. Nochmal ein herzliches Willkommen, ein gutes Ankommen, einen gelingenden Start und alles unter Gottes Segen. Danke. Also ich gehe auf Abstand. Unser gemeinsames Geschenk für Sie und für die Familie. Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von Hugo von Hofmannsthal. Lieber Simon, dieser Satz sagt wohl so viel wie, dass ein Neubeginn immer möglich ist. Jeden Tag aufs Neue sollen wir mutig sein und immer wieder neu beginnen. Du findest hier eine Gemeinde vor, die gelernt hat, gut mit Veränderungen umzugehen und die sich konsequent auf einen Weg der Veränderung gemacht hat. Erst im Sommer letzten Jahres hatten wir uns auf einen Neuanfang eingelassen. In den letzten Monaten war erneut die Zeit geprägt von Gedanken, was wird kommen, wer wird kommen, schaffen wir es erneut wieder neu anzufangen. Aber jeder Neuanfang ist eine neue Chance und da uns ein nahtloser Übergang bei der Besetzung der Pfarrstelle zugesichert worden war, konnten wir uns mit einem guten Gefühl auf einen erneuten Neuanfang einlassen. Auch für dich ist dieser Schritt und diese Entscheidung ein wieder von vorne anfangen. Wieder eine Veränderung, eine neue Herausforderung. Umso schöner,
dass du den Mut hattest, dich auf den ungewöhnlichen Einstiegsweg einzulassen und nun den Weg zu uns gefunden hast. Herzlich willkommen in Passion. Jetzt ist es erst einmal wichtig anzukommen, dich zu orientieren, die Menschen in Passion und im Langwasserverbund kennenzulernen. Wir, der Kirchenvorstand, stehen dir zur Seite, ganz besonders auch Jens Herning, und wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei den kommenden Aufgaben. Hab keine Scheu zu fragen und zu hinterfragen. Hab Lust darauf, mit uns zu gestalten, Ideen auszuprobieren und kreativ zu sein. Wir hoffen, dass du dich bald so zu Hause bei uns fühlst, dass du nicht so bald wieder weg willst. Natürlich nicht ganz ohne Uneigennutz. Wünschen wir uns doch alle hier, dass bei uns wieder etwas Ruhe und Kontinuität eintritt. Und so ist es schon fast zu einer Tradition bei uns geworden, zu sagen, gemeinsam den Aufbruch wagen. Wir wollen es wagen, gemeinsam mit dir wieder anzufangen. Sei herzlich willkommen mit deiner Familie hier bei uns in deiner Passionskirchengemeinde. Genau, herzlich willkommen der Familie, herzlich willkommen Frau Wiesby. Ja, wenn ich schon reden darf, dann rede ich auch. Ja. Vielen Dank, Bernd, vielen Dank, Frau Barkowski, Frau Bucher, vielen Dank, Herr Jung und vielen Dank, Corinna und dem Kirchenvorstand. Vielen Dank Ihnen allen, euch allen, die ihr heute gekommen seid, unterstützt mit eurer Anwesenheit, den Gottesdienst zusammen gefeiert habt. Danke natürlich auch an den Posaunenchor nochmal. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Kollegen mit so einer wunderbaren Stimme habe, den Jörg Gunsenheimer, und danke auch an Frau Springer an der Orgel, die schon bei der Taufe meiner Tochter gespielt hat, was eine schöne Geschichte ist. Und ich bin begeistert, überwältigt von all den netten Worten, schönen Geschenken und dieser Aufbruchsstimmung, die ich wahrgenommen habe in Langwasser, mit den Kolleginnen und Kollegen und auch mit dem Kirchenvorstand. Und ich freue mich, wir freuen uns. Und Corinna, ich kann dich beruhigen, das mit der Kontinuität, das sagt meine Frau mir auch seit langem. Also ich glaube, wenn ihr zwei an einem Strang zieht, dann habe ich da auch wenig dagegen anzukämpfen oder zu richten. Genau. Von daher freue ich mich über den Anfang. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn wir jetzt noch alle miteinander anstoßen könnten, ins Gespräch kommen, aber ich denke, das ist jetzt nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, und es wird ein wahnsinnig schöner Sommer, hoffe ich einfach mal, bei dem wir das dann alles auch nachholen können. Und jetzt wünsche ich uns einfach noch ein gesegnetes Wochenende und einen richtig schönen sonnigen Tag noch.